Viele Hörer beklagen sich über das Gesundheitssystem. Sie sagen, mein Kassenbeitrag, der steigt immer wieder an, aber ich warte mittlerweile monatelang auf Facharzttermine. Auf dem Land gibt es viel zu wenig Hausärzte und in der Apotheke, je nachdem welches Medikament ich brauche, muss ich auch noch kräftig dazu zahlen. Haben Sie da einen Ausweg? Christian Lindner, FDP. Deutschland braucht ein effizienteres Gesundheitssystem, eins mit weniger Budgetierung und Kontingentierung. Und das geht nur, wenn wir die Freiheitsspielräume überall erhöhen und insbesondere die Verwaltungskosten durch Wettbewerb der Kassen reduzieren, mehr digitalisieren, damit es keine teuren Doppelbehandlungen gibt. Da sehe ich den Schlüssel nicht in einer Kasse für alle. Die würde am Ende nur die Qualität für alle schlechter machen. Martin Schulz, SPD. Wir schlagen die paritätische Bürgerversicherung vor. Das heißt im Klartext, die medizinale Versorgung in diesem Land muss für alle Bürger gleichberechtigt sein. Das, was die Hörer beschrieben haben, an Problemen existiert und wir wollen das abbauen. Wir wollen mehr Ärzte in der Fläche und wir wollen vor allen Dingen, dass der Leistungskatalog, der heute Privatpatienten zur Verfügung steht, nicht nur denen, sondern allen zur Verfügung steht. Das heißt, wir nehmen den Privatpatienten nichts weg, aber wir wollen den Kassenpatienten den gleichen Katalog zu billigen. Angela Merkel, CDU. Wir sind im Augenblick im Gesundheitssystem eigentlich in einer vergleichsweise guten Lage, weil sehr, sehr viele Menschen Arbeit haben und deshalb auch viele Menschen in das System einzahlen. Aber der medizinische Fortschritt ist natürlich da. Und wir haben die benannten Probleme durchaus im ländlichen Raum, die Frage der Arztversorgung, ganz brennend. Da habe ich mit dem Gesundheitsminister viel drüber gesprochen und unser Ansatz ist, dass wir nicht nur nach dem Notendurchschnitt gucken, wenn Medizinstudenten zugelassen werden, denn heute sind das Numerus Clausus Fächer, das heißt beschränkter Zugang, allerbeste Abiturnoten. Wenn jemand aber 1,1 im Abiturnotendurchschnitt hat, bedeutet das noch lange nicht, dass er ein guter Landarzt wird oder sie. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass diejenigen, die explizit sagen, wir möchten später einmal auf dem Lande arbeiten als Ärzte, dass die vielleicht auch mit einem etwas schlechteren Durchschnitt dann einen Zugang zum Medizinstudium bekommen. Zweitens, es gibt sehr viele Medizinstudentinnen heute, die wollen nicht eine Rund-um-die-Uhr-Praxis mit all den Verpflichtungen auch für die Geräte, die man anschaffen muss, haben. Also mehr ärztliche Versorgungszentren und eine engere Zusammenarbeit auch der stationären, also der Krankenhauslandschaft mit den ambulanten Möglichkeiten, gerade im ländlichen Raum, da können wir auch einiges tun. Dann haben wir die Frage der Zuzahlungen. Und da sind wir der Meinung, dass es besser ist, dass wir insgesamt einen Zusatzbeitrag haben, wo alle, die solidarisch versichert sind, beteiligt sind und nicht immer nur bei den Kranken die Zuzahlungen erhöht werden. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren die Zuzahlung nicht erhöht und sie sind ja auch gedeckelt. Wir haben ein Servicetelefon eingerichtet, eine Servicestelle, wo man sagen kann, ich kriege keinen Facharzttermin. Und sichergestellt wird, dass man innerhalb von 4 Wochen einen solchen Termin nachgewiesen bekommt, notfalls dann auch im nächstgelegenen Krankenhaus. Dieses Telefon, was da auch zur Verfügung steht, wird noch nicht ausreichend genutzt. Trotzdem haben wir viel noch zu tun im Gesundheitssystem. Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, wir haben eine Zweiklassenmedizin in Deutschland und das muss aufhören. Es kann nicht sein, dass ich nicht nach der Art der Krankheit, die ich habe, behandelt werden oder nach der Diagnose, sondern nach der Karte, nach der Krankenkassenkarte, die ich mitbringe. Ich finde, wenn vor dem Gesetz alle gleich sind, müssen auch vor dem Arzt oder vor der Ärztin alle gleich sein. Und deswegen, die meisten, die warten müssen, sind ja nicht die Privatversicherten, sondern das sind die gesetzlich Versicherten. Eine Versicherungsart für alle, der Wettbewerb kann dann gerne stattfinden. Und in der Tat, wir müssen mehr dafür tun, dass sich Ärztinnen und Ärzte auch wieder im Land ansiedeln. Dietmar Bartsch, Die Linke. Wir brauchen dort eine Reform. Nach meiner festen Überzeugung müssen wir wieder zurückkommen zur Parität auf diesem Gebiet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen die gleichen Beträge ein. Die Beitragsbemessungsgrenze sollte fallen. Dann ist das alles finanzierbar. Die Zuzahlungen sollten fallen und wir müssen mit der Zweiklassenmedizin aufhören. Wir können eine Reduzierung der Kassen anstreben. Eine Bürgerversicherung ist das Ziel der Linken. Alexander Gauland, AfD. Stimmt, alle diese Probleme können Sie nicht auf einmal lösen. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg vorgeschlagen, dass Ärzte einen Bonus bekommen in der Abrechnung, wenn sie aufs Land gehen, dass sie also sehr viel besser bezahlt werden. Und wir haben da erhebliche Beträge vorgeschlagen. Ja, man muss das System verbessern und Sie haben völlig recht, vor allen Dingen auf dem Land ist es zum Teil katastrophal.